Hey, dieser hier. Gut, wir müssen aufs Herklo und müssen gewisse Es muss doch was Personen geben, was wir belauschen. finden. Okay, Scarlet Seamer halten. Okay, gut, nehme ich. Schallplatte nehme ich. Es muss So. doch was geben, was wir tun können. Nein, ihr könnt nichts tun. Cloud! Du bist Cloud, oder? Mensch, Cloud! Schon gut. Mit dem habe ich hier angefangen. Cloud! Ein Glück, dass du lebst. Hab mir echt Sorgen gemacht. Es hieß nämlich, du seist draufgegangen. Warte hier! Ich geh Kanzel holen. Nicht weggehen! Bekannter? Alles okay? Ja. Du hast aber... Kein Problem. Los, weiter. Ah, wie cool. Kunzel. Ah! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kunzel ist im Übrigen eigentlich ein Kumpel von Zack gewesen in Crisis Core. Deswegen ist es umso genialer, dass man doch noch mal von ihm hört. Oh Mann, oh Mann. Ach, warte mal, ich muss nach oben, ne? Was sollen wir nur tun? Mist, Mist, Mist. Warte mal, bin ich da richtig? Nee, ne? Ach so, nee, nee, das war der Eingang. Wo muss ich denn jetzt? Welches Herrenklo muss ich denn? Wo ist denn hier überhaupt die Toilette? Ich muss mal auf Klo. Leute, bitte. Nee, hier ist kein Klo. Gut. Ich kann kaum noch sitzen. Ja, ach Mensch, ey. Wo ist denn überhaupt das Herrenklo? Wartet mal. Schlüpft in die Herrentoilette in der 4. Auf welcher bin ich denn? Warte mal. 63, okay. Oh, ganz kurz. Oh, muss kurz husten. Da. Wie komme ich hier nochmal raus? Hilfe! Ich bin lost! In Shinra! Oh Gott! Hilfe! Da! Ja, genau so! Okay, dann gehen wir noch eine Etage nach oben. Oh. Wie ist es um unser Image bestellt? Alles im Griff. Das Volk ist bereits der Auffassung, es handle sich um einen Anschlag von Avalanche. Dafür habe ich persönlich gesorgt. Hat Wutai reagiert? Bislang noch gar nicht. Wie ich diese Feiglinge kenne, werden wir wohl noch etwas warten müssen. Solange sie nur handeln. Allerdings wäre da noch eine Sache. Was? Halma hat es mir erzählt. Halma hat es ihm erzählt. Barrett! Ja, ja, ich weiß doch. Die Rettung von Eris geht vor. Richtig. Ja. Ja. Wir dürfen das nicht in den Sand setzen. Hojo nimmt an dem Meeting sicher teil. Wägen wir unsere Möglichkeiten ab. Besprechungsraum. So, ich brauche ein Herrenklo, habe ich gehört. Mal so eine blöde Frage. Haben die jetzt für eine Etage wirklich den Fahrstuhl genommen? Weil da ist der Besprechungsraum und die sind unten gerade rein. Warte mal. Ich kann ja hier eh nicht rein. Hä?
Abbrechen. Nee, das soll unten sein, ne? Auskundschaftung. Aber da war nichts an der Stelle, wo die Hauptstory ist. Nee, wir sollen in der 64. Etage in den Dings schlüpfen. Ach, na, guck mal einer, schau. Da hinten latschen sie. Okay. Auch da drin ist? Vermutlich ja. Ja, natürlich ist der da mit drin. Verstehe die Frage nicht. So, da hinten haben wir das Herrenklo. Und jetzt? Wir begeben uns in Stellung und belauschen sie. Wir schleichen durchs Klo, wolltest du sagen. Tu nicht immer so cool, Mann. Wir müssen also einfach nur fragen, wo man müssen darf. Das finden wir schon selber raus. Oder nicht? Redet doch noch lauter, damit die Frau da hinten es hört. Boah, blauer Teppich. Boah, sind das Besprechungsräume, ey. Huiuiuiui. Okay. Noch ein Besprechungsraum. Da ist aber so weiter jetzt auch nichts. Huch, ach so, oh. Lass mal gegen eine Scheibe latschen. Warte mal. Zu welcher Abteilung gehören Sie, wenn ich fragen darf? Darauf muss ich nicht antworten, oder? Ich bin Deko. Ich bin neu. Sind Sie vom Wachdienst? Ja, ich habe eine Ratte gesehen, deswegen bin ich hier. Hast du Sektor 7 gesehen? Nee, hab mich noch nicht getraut. Hab einen vorhin draufgeworfen. Sicher besprechen Sie bei dem Meeting die Aufbauarbeiten. Ja, Reef hat eine Menge Unterlagen zusammengestellt. Hast du das gesehen? Nee, Entschuldigung, das ist mein Rachefeldzug gegen Shinra. Einfach schrecklich. Ich schmeiß einfach die ganzen Möbel um. Das ist so ein Hobby von mir. Oh, da ist das Licht an. Vor lauter Sorge kann ich nicht schlafen. Ich gehe hier einfach so random rum, damit ich belauschen kann, was sie alle reden. Ja, nicht genug Personal, deswegen. Okay, die haben da gerade eine Besprechung. Wo ist denn jetzt hier das Klo? Ach, warte mal, hinten am Ende des Gangs. Oh, upsi. Ja, so viel dazu. Das müsste die Frauentoilette sein. Das ist die Damentoilette. Entschuldigung! Okay, ich warte hier. Nein. Nee, dann fällst du auf. Tiefer. Drinnen ist es sicherer. Ja, mag schon sein, aber... Ach, ist auch egal. Es ist nur ein Herrenklo. Da gibt's das gleiche zu sehen wie bei den Frauen auch. Puh. Zum Glück ist keiner hier. Gegen die Slum-Klos ist das der reinste Palast. Suchen wir den Lüftungsschacht. Ob das auch selbstreinigende WCs sind? Guck mal, die haben Klopapier. Wir nehmen einfach das Klopapier mit und gehen dann wieder. Ich hab ihn. Volltreffer. Und was ist mit mir? Du stehst hier Wache. Geht klar. Darf ich vielleicht mitkommen? Ich fühle mich hier etwas fehl am Platz. Na gut. Aber ich gehe vor.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, jetzt müssen wir nur die richtige Ecke finden. Gehen wir mal da hin. Nee. Kann ich umdrehen? Kann ich zurück? Ja, kann ich. Okay. Schon nichts passiert sein. Aber unser Haus steht ganz in der Nähe von Sektor 7. Und niemand geht ans Telefon. Einige Leitungen sind wohl zusammengebrochen. Liegt sicher daran. Wirklich? Vielleicht. Okay. Weiter geht's. So leise wie möglich. Weil Cloud hört sich jetzt nicht gerade leise an diesem Lüftungsschacht. Beim Meeting der Vorstände werden sicherlich der Wiederaufbau der Platte und die Neubesiedlung beschlossen. Und beides wird man unserer Abteilung für Stadtplanung überantworten. Reef hat deshalb angeordnet, dass wir in Teamarbeit Stufenpläne erstellen sollen, die auf die nächsten 3, 5 und 10 Jahre angelegt sind. Es ist eine herausfordernde Aufgabe, die wir jedoch rasch bearbeiten müssen. Gibt es irgendwelche Fragen? Dann warten wir jetzt, bis der Abteilungsleiter wieder hier ist. Das alles um so einer späten Uhrzeit, ey. Gibt's da in der Ecke noch was? Eine Materia! Ja, allein dafür lohnt es sich. Alleine dafür lohnt es sich. Ich habe ihn selbst gesehen. Mit meinen eigenen Augen. Hier auf unseren Fluren. Das sind ungesicherte Informationen. Nee. Er ist direkt vor mir entlang spaziert. Hab mich so erschreckt, hab glatt meinen Tee verletzt. Halt's Maul! Um eventuelle Eindringlinge kümmert sich die Sicherheitsbehörde. Aber Herr Direktor, ich habe ihn wirklich... Reeve? Ja, wir haben den Schadensbericht zu Sektor 7. Die Zahl der zerstörten Häuser ist... Das interessiert mich nicht. Was gibt es sonst? Also, der notwendige Neubau von Platte 7 wird... stattfinden. Mit der Nachfahrin des alten Volkes haben wir, was wir wollten. Aber wir müssen doch trotzdem die das Schäden beheben. Das Stichwort heißt hier Neo-Midgar. Im verheißenen Land werden wir eine neue Marco-Stadt errichten. Das ist überstürzt. Es ist nicht belegt, dass das verheißene Land... Professor Hojo? Die Untersuchungen haben meine Erwartungen erfüllt. Ihre Werte sind nicht so gut wie die ihrer reinblütigen Mutter, aber sie gehört zweifellos zum alten Volk. Wann wissen wir, wo das verheißene Land ist? Was das betrifft, hätte ich einen Vorschlag. Vielleicht können wir unser Subjekt zu einer freiwilligen Kooperation ja überreden. Sie ist eine wertvolle Ressource. Ich werde darauf Acht geben, dass ihr möglichst nichts passiert.
Foltern wir sie? Überlass das bitte mir. Ich könnte ein paar militärische Methoden beisteuern. Ich habe die psychische Gewalt schon immer der physischen vorgezogen. Sie ist so viel wirksamer. Wie du es tust, ist mir egal. Aber wenn sie endet wie ihre Mutter, bist du dran. Ja, in dieser Hinsicht plane ich vorzusorgen. Und damit meine ich, ich werde die Gute reproduzieren. Am besten mit einem Mann des alten Volkes. Doch da sind die Chancen wohl gering. Für den Anfang tut es vielleicht auch ein Soldat. Repliken vom Typ S und G kommen natürlich auch in Frage. Kreuzungen sind ein faszinierender Gedanke mit äußerst großem Potenzial. Ja, ja. Spannend, nicht? Wenn das alles ist. Herr Direktor! Sitzung vertagt. So, warten Sie doch! Alles fügt sich. Und? Wir haben unseren Mann. Den Leiter der Forschungsabteilung, Hojo. Gut, packen wir ihn. Erstmal führt er uns zu Eris. Los, hinterher. Renn doch! Die rennen los, ich latsche hier ganz langsam lang. Wer hätte das gedacht? Er ist also wirklich hier aufgetaucht. Höchst interessant. Ich sollte die Chance für eine Kreuzung nutzen. Welchen Spross das wohl ergeben würde? Ach, ich schussel. Erst einmal brauche ich Antworten. Vielleicht mit Medikamenten. Allerdings nicht ganz ungefährlich. Kommt. Oh. Wow. Okay. Denkt Tojo wirklich darüber nach, Eris mit Sephiroth zu kreuzen? Zumindest hat sie es eben gerade so angehört. Dieser Mann, das ist ja wohl. Mag den nicht. So, wir sind auf jeden Fall auf der richtigen Etage. Auch ob wir es wollen oder nicht. Wir sind jetzt auf 64. Immer noch. Wie auch immer. Schnelltrank. Okay. Ich habe ihn lachen gehört. Nein. Ich sollte doch lieber. Obwohl. Vielleicht doch lieber das? Moment. Stimmt. Das wäre auch eine Möglichkeit.
Hoppla. Jetzt war ich schon wieder ganz in Gedanken versunken. Der müsste uns eigentlich... Der müsste uns eigentlich hören. Sind das die Marco-Behälter? Erst einmal werde ich... Nein. Ich sollte doch lieber... Obwohl... Vielleicht doch lieber das? Folgt ihn doch nicht so direkt. Auffälliger geht er gar nicht. Stehen bleiben! Ha? Bist du taub oder was? Worum geht's? Das besprechen wir drin. Also für uns brav rein. Ihr seid sicher von dieser... Wie hieß die noch? Diese Terrorgruppe. In diesem Fall... Ich glaube, ihr habt euch verlaufen. Der Direktor ist oben. Also, verschwindet. Hättest du gern. Los, weiter. Keiner bewegt sich, klar? Bitte nicht zu drängeln. Im Gegensatz zu euch bin ich zart beseitet. Wie konnte ich nur? Aus welchem Grund seid ihr hier? Du wirst unsere Freundin freilassen. Freundin? Wo ist Aris? Oh, ihr kennt sie also. Sehr interessant. Ah, verstehe. Das heißt dann also... Natürlich. Was brabbelst du da? Nichts. Ich habe mir nur vorgestellt, was für ein Gesicht sie wohl machen würde, wenn ihr sterben würdet. Oh. Oh. Gnade gibt es nicht. Oh Gott. Was ist das denn? Boah, nicht schon wieder. Komm.
Oh oh. Das hat Augen. Hä? Oh Mann, nicht schon wieder. Lass mich mal. Ja. Was mache ich denn? Komm. Oh Mann! Oh, verdammte Axt. Viel Erfolg! Jetzt erst recht. So, Barrett. Den. Nicht gut. Tiefer, mach mal. Wird ja immer schlimmer. Was passiert hier? Makuatem. Glaube ich, Gift. Ich bin mir nicht sicher. Mann!
Ja, es ist alles Gift. Oh Gott, nein. Ist nicht dein Ernst. Barrett. Ich bin bereit. Das war's da. Verschwinde. Das wird so nichts. Okay, Ich brauche unbedingt. Ich muss einfach Gegenmittel. Oh nee, lass. Mach mal Shiva. Och, Mann, komm! Das ist nicht wahr, oder? Ja, rennen links rein, hast du recht. Oh. Anstrengend. Anstrengend. Ich weiß, ich saß irgendwie bei jedem Boss, aber der war wirklich anstrengend. Los, verfolgen wir Hojo. Darf ich zurück zur Bank? Ich würde gern zu der Bank. Bank? Lol, da ist eine Bank. Hojo hat eine Bank in seinem Labor. Alles klar. Die nehme ich. Die nehme ich. Und jetzt heißt es Hojo verfolgen. Wir werden Eris befreien. Befreien? Wieso das? Soweit ich mich erinnern kann, hat sie niemand gezwungen, zu uns zu kommen. Oder sollte sie am Ende etwa eine Art persönlicher Besitz von euch sein? Ihr habt sie mit Marlene erpresst, du Witzbold.
Also seid bitte vorsichtig. Auf den Boden! Schluss jetzt! Boah! Ja, ich springe auch noch rein ins Feuer. Ach, Mann. Tja. Scheint, als hättest du dich verkalkuliert. Ja. Vermutlich eine unbekannte Variable. Na, egal. Verstärkung ist bereits unterwegs. Mag schon sein. Aber zu spät. Diese Augen. Du bist ein Soldat. Ja. Ach nein, bist du nicht. Ich erinnere mich wieder an dich. In Wirklichkeit bist du nur ein... Die Dinger wieder. Was hat das zu bedeuten? Hey, was soll der Scheiß? Cloud! Barrett. Gitter in Deckung! Ihr seid gekommen. Ja. Aeris. Tifa. Oh Gott, was ist das denn? Marlene, geht's gut. Dank dir. Wir reden später. Ja, das denke ich mir auch gerade. Was ist das denn? Ach, das ist das, was aus den... Oh Gott. Okay. Sicher, sicher.
Boah. Da geht noch was. Hier kommt der Retter des Planeten. Aris, alles okay? Ja, danke. Bin ich froh. Verschwinden wir. Ja. Was war denn das bitte? Los. Aris! Was ich jetzt? Ihr nach. Ich hätte gerne noch mal eine Bank, bitte. Okay, nix Bank. Okay, ja. Gut. Machen wir erstmal so. Ist der Streit? Warte! Er tut uns nichts. Was ist das für ein Viech? Interessante Frage. Echt? Ihr wollt wissen, was ich bin? Ich kann nur sagen, dass ich das Wesen bin, das ihr vor euch seht. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mich akzeptiertet, wie ich bin. Red 13. Die Kennung, die mir Hojo gegeben hat. Und wie lautet dann dein richtiger Name? Er ist entkommen. So ein Mist. Was nun? Zusammen zurückfahren. Mutter, Sie sind wieder hier.
Cloud! Hey, Reno. Wie wäre es, wenn du deine Wunden versorgst? Würde ich ja gern. Unternehmen wir nichts wegen Sektor 7? Was können wir schon tun? Überhaupt, war das nicht ein bisschen übertrieben? Wenn wir es nicht getan hätten, hätte es ein anderer gemacht. Und diesem jemand haben wir erspart, sich die Hände schmutzig zu machen. Betrachtet es einfach so. Du verlangst das Unmögliche. Gut, wie ist es dann hiermit? Die Opfer waren nötig. Für die Balance. Ha? Man darf nicht nur nehmen. Man muss auch mal geben können. Das meinst du nicht wirklich ernst, oder? Wer weiß. Ja, habe verstanden. Der Vizedirektor ruft. Cloud. Na endlich, du bist wach. Bist du okay? Ja. Wo sind wir? Hier habe ich gelebt, als ich ein Kind war. Oh Mann, was für Dinge passiert sind. Ohne Termin. Eine Trophäe erhalten. Muss ich gleich mal gucken, was es ist. An der Stelle verabschiede ich mich von euch. Viel Spaß. Tschüssi.